Ja, herzlich willkommen, Till Budelmann, Chief Investment Officer der Bergos Privatbank. Schön, dass du wieder bei uns bist, Till. Viel passiert auch seit unserem letzten Interview und vielleicht kannst du ja mal so ein bisschen rekapitulieren. Du hast ja immer so den Weg aufgezeigt, wie ihr positioniert seid, was ihr vorhabt. Vielleicht können wir darüber gleich zu Anfang sprechen. Ja, sehr gerne, lieber Andreas. Und erstmal danke wieder für die Einladung. Ich bin immer gerne hier Sehr dabei. gerne. Und ja, wenn du mir den Ball so zuspielst, ich würde es gerne mal historisch einordnen, was sich hier gerade an den Märkten abspielt. Wenn das so ein, zwei Minuten in Anspruch nimmt, ich hoffe, das ist okay. Auf alle Fälle. Super. Weil es gilt wirklich das, was wir jetzt in ein paar Publikationen mit Nowhere to Hide überschrieben haben. Also es ist wirklich eine extreme Situation für Multi-Asset-Portfolios. Und das ist ja unser Kerngeschäft als Privatbank, nicht? Über Cash und die Sinnhaftigkeit von Cash reden wir vielleicht Richtig. später oder nächstes Mal. Aber es geht ja darum, für unsere Kunden zu investieren. Und da ist es einfach, wenn ich mal mit mir persönlich anfangen darf. Und ich glaube, wir sind vom Geburtsjahr auch nicht weit auseinander. Also ich bin 1976 geboren. Und seitdem, wenn ich das hier mal an den US-Verhältnissen veranschaulichen darf, da kriegt man einfach die besten Daten und die USA ist am Ende ja auch noch der Taktgeber der Welt. Zwei Drittel im MSCI World sind die USA. Also ich glaube, es ist legitim, das mal an den USA zu veranschaulichen. Und eben seitdem ich auf der Welt bin, 1976, gab es 8 Kalenderjahre, 8 Kalenderjahre, in denen der S&P am Ende im Minus schloss. Ich weiß das ziemlich genau, das ist 1977 gewesen, 81, 90. Dann, das wirst du auch erinnern, 2000, 2001, 2002, dann natürlich 2008 und 2018. Also 8-mal war der S&P im Minus. Und in jedem dieser Jahre waren die Bonds, in dem Fall US-Bonds, gemessen am US Aggregate Index, im Plus. 2018 war es eine grüne Null, aber ansonsten wirklich satt im Plus zwischen 3 und 11%. Und damit pufferten die Bonds natürlich das Minus auf der Aktienseite. Und wenn man sich so diese 60-40-Portfolios anguckt, das ist ja das, wo man gerade in der angelsächsischen Welt drauf guckt, nicht? Mit Ausnahme von 2008 war man bei einem 60% Aktien, 40% Bonds-Portfolio am Ende flat oder sogar nur leicht prozentual einstellig im Minus, mit Ausnahme von 2008 natürlich. Und dies Jahr ist das eben alles anders. Viele starren auf die Aktienseite. Der S&P, jetzt wo wir sprechen, ist ungefähr 22% im Minus. Andere Aktienindizes noch stärker. Aber die Bonds sind eben auch satt zweistellig im Minus. Global Bonds beispielsweise fast 20%. Und dieser Puffer, den Bonds sonst bieten, der fällt halt aus. Es fällt alles. Nowhere to hide. Und wenn wir gleich darüber sprechen, wie wir positioniert sind, man konnte, indem man zwischen Aktien und Bonds hin und her schichtete, gar keinen wirklichen Mehrwert schaffen. Es kam darauf an, was unterhalb der Oberfläche entschieden wurde. Und darauf können wir gleich eingehen. Ich glaube, die Gründe, Inflation, Wachstumssorgen, Krieg, Energiekrise, China-Lockdowns, das ist alles bekannt. Das müssen wir heute, glaube ich, makroökonomisch nicht zerlegen. Und vielleicht noch eine Anmerkung, bevor der Ball dann wieder bei dir ist. Ich bin ja relativ stolz, du wirst das erinnern. Im Juni 21 hatten wir beide hier ein Gespräch. Da waren die Yields nochmal USA für 6 Monate bis 3, 5 Jahre. Wenn man da so die Yields sich anguckt, die waren alle bei 0, und jetzt sind wir bei 4, und damals haben wir gesagt, wir sind in so einer Art neuen Ära. Das ist noch schwer zu greifen. Zu dem Zeitpunkt hat der Markt das aber noch gar nicht gepreist. Die Inflation entwickelte sich zwar langsam, aber die Yields waren da, wie ich das gerade beschrieben habe. Und ich glaube, wir waren da nicht sorglos. Wir bei Bergos nicht und auch wir beide in unseren Gesprächen nicht. Und ja, die Notenbanken machen ernst, das ist bekannt. Ich glaube, du genau das ist der Ball, den wir hier spielen sollten. Und ich glaube, wer dann im Hintertreffen war am Ende, du sagst ja selber, wir haben letztes Jahr im Juni schon darüber gesprochen, euer Haus hat sich damals schon auf sowas eingestellt, sind am Ende die Notenbanken, die einfach zu spät waren und jetzt umso aggressiver die Zügel anziehen müssen. Und das belastet natürlich die Märkte. Wie siehst du jetzt die aktuelle Situation? Nowhere to hide, du hast es gesagt, diese extreme Situation.
Wir haben über alles gesprochen, Wachstumssorgen, Inflation etc. Wie sollte man sich strategisch global jetzt aufstellen? Ja, ich glaube, entscheidend ist erstmal zu trennen zwischen der strategischen Aufstellung und dann der taktischen Aufstellung. Und strategisch, das ist ja unser Mantra hier, kann man sagen, seit über einem Jahrzehnt, ist gerade für den Eurodenker. Und ich glaube, heute sehen uns ja vor allen Dingen Eurodenker zu oder Profis, die für Kunden in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum Geld investieren. Und es ist ganz wichtig, eine globale strategische Aufstellung. Und zwar gar nicht, weil US-Aktien immer outperformen würden. Das kann man nach vorne ja gar nicht so annehmen. Auch wenn das in der Vergangenheit war, letzte Jahrzehnt, US-Aktien waren im Zweifel besser. Aber das Entscheidende bei der strategischen Aufstellung ist meines Erachtens, dass man auch die Fremdwährungen dabei hat. Und da denke ich vor allen Dingen an den US-Dollar und hier, wir sind eine Schweizer Privatbank, an den Schweizer Franken. Das heißt, eine globale strategische Aufstellung ist wichtig. Wir zum Beispiel haben für einen Euro-Kunden auf der Aktienseite strategisch die USA genauso hochgewichtet wie Europa. Und da wir taktisch, das ist ja bekannt, das haben wir hier auch schon oft besprochen, seit langem US-übergewichtet sind, hat eben ein deutscher Kunde oder ein Euro-denkender Kunde sehr viel USA, sehr viel Dollar und das dämpft natürlich. Umgekehrt, wenn es da mal eine Gegenbewegung gibt, dann ist wahrscheinlich auch Risk-Off auf der Währungsseite und dann ist man vielleicht nach oben da auch ein bisschen gehemmt dadurch, aber da bleibt noch genug über. Also erste Antwort auf deine Frage, strategisch global aufgestellt sein, selbst wenn es sich jetzt schon zu spät dafür anfühlt, wenn man ein Portfolio auf Jahrzehnte, Generationen ausrichtet, bloß kein Home-Bias. Ja? Das ist die erste Botschaft. Und taktisch können wir jetzt ja mal die Asset-Klassen durchgehen. Also ich glaube, die erste Frage, die man sich immer stellen muss in einem Portfolio, wo man Aktien, Bonds und AI hat, wie gewichtet man die gegeneinander? Man hat ja eine grundsätzliche Aufstellung, vielleicht 40, 40, 20. Und jetzt ist die Frage, wie macht man das aktuell? Und da habe ich vorhin schon gesagt, zwischen Aktien und Bonds war da gar nicht viel zu gewinnen oder besser gesagt, es war eigentlich nur zu verlieren. Alternative Investments, die für sich genommen natürlich wieder ein Roman sind, aber man kann schon sagen, die sind am wenigsten direktional. Und deshalb haben wir die ganze Zeit im Übergewicht und bleiben auch aktuell dabei. Bei Aktienbonds, müssen wir sagen, haben wir aktuell Aktien höher gewichtet als Bonds. Das war year to date relativ egal, aber ich glaube, von diesen Niveaus aus sollte man so positioniert sein. Aber jetzt kommen wir zum Spannenden. Unterhalb der Oberfläche. Da fange ich mal mit der Aktienseite an, wenn das okay ist. Da haben wir, wie gesagt, immer noch die US-Aktien im Übergewicht mit dem ganzen Dollar dabei. Mhm. Schweizer Privatbank traditionell auch immer die Schweiz mit dabei, mit dem Schweizer Franken. Und das ist vielleicht originell, wir haben auch Japan seit längerer Zeit im Übergewicht. Wobei in dem Fall muss man sagen, Übergewicht. Wir haben Japan gar nicht in der Benchmark. Das ist also eine sogenannte Off-Benchmark-Position. Mhm. Und ich weiß ja, du hast die Währungsmärkte besonders im Blick. Du denkst jetzt, um Gottes Willen, Japan, der Yen. Wir haben das währungsgesichert investiert. Und daran halten wir auch fest. Und damit sind wir bisher auch relativ glücklich, weil die japanischen Aktien, die halten sich ja erstaunlich gut. Wir haben eben über die Notenbank gesprochen. Die Bank of Japan macht ja bei der Kehrtwende bisher nicht mit. Wie nachhaltig das ist, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass es den japanischen Aktien bisher nicht schlecht tut. Nur der Yen hat ein Thema, aber den haben wir ja gesichert. Das heißt, das sind unsere Schwerpunktsetzungen auf der Aktienseite. Das hat bisher geholfen. Mich nicht falsch verstehen, auch unsere Aktienportfolios sind tief, nicht tief, aber sind rot. Aber das hat gedämpft eben die Fremdwährung und dieser Schwerpunkt auch mit der Beimischung von Japan. Wenn wir dann in die Aktien reinschauen, welche Art von Aktien präferiert ihr? Welche Art von Unternehmen? Irgendwelche Stile, die ihr bevorzugt aktuell in diesem Umfeld? Ja, also in anderen Zeiten hörst du von mir immer klare Aussagen bezüglich Sektoren, Styles, nicht? Unsere alte Diskussion Value versus Growth. In diesem Fall muss ich einfach sagen, wir sind in dieser neuen, in diesem inflationären Regime. Und die einzige Frage, die man sich fundamental stellen sollte, ist, welche Unternehmen sind in der Lage, die gestiegenen Kosten weiterzugeben?
und in die muss man investieren. Auch die Aktien solcher Unternehmen schwanken kräftig und das muss man nervlich aushalten können. Und wenn man das nicht aushält oder aushalten kann, soll man um Gottes Willen keine Aktien machen. Aber wenn man die Nerven hat, wenn man Aktien macht, Fokus auf Preissetzungsmacht. Das ist jetzt nicht besonders originell, aber das erzählen wir auch nicht erst seit gestern. Jetzt ist es ja so, wir sehen jetzt einige Gewinnwarnungen reinkommen. In Deutschland hatten wir Warta, heute hatten wir Akzo in den Niederlanden. Das wird sich jetzt sicherlich häufen und die Einschläge kommen natürlich immer näher. Die Analysten haben ihre Gewinne auf Einzelaktien immer noch nicht angepasst. Also uns stehen wahrscheinlich auch noch einige volatile oder ruppige Monate bevor. Und dann ist es wahrscheinlich wichtig, wirklich auf die Substanz und solide Bilanzen der Unternehmen zu schauen, oder? Ganz genau, solide Bilanzen. Und du sprichst es an, nicht, wenn man jetzt ein PE-Ratio nochmal im S&P 500 von 16 hat, dann klingt das nicht teuer. Wenn man das vergleicht, nicht Yield Gap, Gewinnrendite von Aktien minus Bond Yields, ist man da so im historischen Schnitt. Aber die große Frage ist eben beim PE, was ist das E-Wert, die Earnings? Da nimmt man ja immer 12 Months Forward. Und das ist die große Frage. Sie waren lange erstaunlich stabil. Da weiß man nicht, sind die Analysten diesmal besonders spät dran? Oder ist vielleicht diese Makrorezession, die jetzt ja kommen wird, wo wir in Europa vielleicht schon drinstecken, vielleicht übersetzt die sich doch gar nicht eins zu eins in eine Earnings Recession, weil eben viele Unternehmen in der Lage sind, das weiterzugeben. Aber das sind alles ungeklärte Fragen und ich will ja auch nicht den Eindruck vermitteln, ich wüsste da was. Wir müssen das einfach Zahl für Zahl genau beobachten. Wir stehen kurz vor Beginn der Earnings Season. Da kommen die Warnungen immer. Bisher kommen meines Erachtens erstaunlich wenige. Aber wahrscheinlich, wenn wir das nächste Mal sprechen, können wir das dann analysieren, wenn die Zahlen vorliegen. Ja, also ich gebe dir da völlig recht. Ich bin auch sehr erstaunt persönlich, dass sich so wenige Warnungen bis jetzt blicken lassen, dass die Analysten jetzt anfangen, so langsam die Earnings runterzunehmen, dass sich das alles noch so lange gehalten hat. Und wir haben natürlich alle keine Glaskugel, aber wenn man die IFO und die Indikatoren anschaut, dann muss da noch was nachkommen. Wie ist es mit den Kunden? Ihr sprecht sicherlich viel mit den Kunden, ihr redet mit den Kunden. Hat sich da euer Geschäft verändert? Ja, also ich muss sagen, unser Rat war, glaube ich, selten so gefragt wie heute. Und zwar nicht, weil wir den Kunden vorgaukeln, wir würden die Zukunft kennen. Sondern erstmal geht es auch darum zu erklären, gerade das, was ich auf der Bond-Seite gesagt habe, was die hohe Volatilität auch angeht am Aktienmarkt. Nicht? Wenn man mal so guckt, die letzten knapp 100 Jahre, wann hatte man so eine Vola? Das waren eigentlich die bekannten ganz schwierigen Zeiten. Great Financial Crisis, natürlich damals die 20er und 30er, Dotcom-Bubble, die platzte. Also man muss viel erklären, vor allen Dingen auf der Bond-Seite. Nicht? Es gibt ja viele Bond-Investoren, die sind da, weil sie denken, da ist es sicher, da ist es ruhig. Und wenn die dann, das ist bei uns zum Glück nicht der Fall, aber wenn man da also eine minus 20 für den Index sieht, Global Bonds, bei uns bewegt sich das eher so im Bereich minus 6, minus 7. Aber das ist natürlich auch eine schreckliche Zahl für die Bondseite. Da muss man erklären. Dann eben das Dauerplädoyer für eine globale Aufstellung. Da hat man oft auch den einen oder anderen Kunden oder Prospect, der sagt, ja, verstehe ich, wäre besser gewesen, aber ist jetzt nicht mal Europa dran oder ist jetzt nicht mal die große Aufholbewegung. Und da sind wir eher immer auf der vorsichtigen Seite, konservativ. Ja, und dann im Bereich Bonds, ich habe gesagt, wir halten uns da besser als der Markt. Der Hintergrund ist, weil wir ziemlich genau nach unserem Gespräch damals im Juni 21 wirklich lange Ultra-Short-Duration waren. Jetzt sind wir immer noch Short-Duration und das hat natürlich geholfen. Das hat geholfen und irgendwann stellt sich dann die spannende Frage, sind Bonds nicht wieder attraktiv? Ne? Wobei ich persönlich glaube, wenn man nach vorne schaut, und da sind wir wieder beim Kundendialog, der Kunde sagt heute, wie kann ich Inflation schlagen? Und da kommt man am Ende an diesen hochvolatilen Aktien nicht vorbei, also an dem hochvolatilen Segment Aktien. Innerhalb der Aktien habe ich ja schon gesagt, Qualität, Preissetzungsmacht, stabile Bilanzen. Also es sind unglaublich intensive Zeiten, aber ich erlebe die Kunden nicht als unzufrieden. Ich erlebe sie eher als nach Rat suchend. Und es ist auf jeden Fall eine enorm kommunikationsintensive Zeit.
Kommen wir zum anderen Punkt hinsichtlich dieser kommunikationsintensiven Zeit. Sicherlich bei euch im Portfolio Management, in der Anlageberatung, sind einige diese ruppigen Märkte oder diese Umfelder noch nicht gewöhnt. Du bist jetzt schon lange am Markt, wir haben eben drüber gesprochen in der Einleitung. Inwiefern zahlt sich Erfahrung in diesen Märkten aus? Ja, das ist ganz wichtig. Ich bin ja seit 2004 in einer Rolle, wo ich substanziell Geld anlegen darf, muss. Und da haben wir natürlich schon einiges erlebt, nicht? Du wirst das erinnern. Wir, das wissen, weiß vielleicht der ein oder andere Zuschauer. Wir beide haben ja sogar mal für eine Adresse gearbeitet, saßen da zusammen im Investmentkomitee. Und wenn ich mich zurückerinnere, 08, 09, da war ja auch schon einiges los. Oder, ja, Covid ist auch nicht lange her. Du hast gesagt, manche Kolleginnen und Kollegen, die neu dabei sind, den meisten steckt der Covid-Schock natürlich noch in den Gliedern, nicht? Man darf nicht vergessen, der S&P notierte im Covid-Low unter 2,2. Und jetzt, wo wir sprechen, je nachdem, wann ihr das ausstrahlt, ich sage mal, der S&P ist wahrscheinlich so um 3,7. Das ist natürlich schon eine ziemliche Entwicklung gewesen. Aber Erfahrung ist das Entscheidende und immer ein Fokus auch auf die Risikoseite. Und nicht zu früh zum Schnäppchenjäger werden. Nicht, dann ist am Ende, ist manches Schnäppchen, entpuppt sich dann als Ramsch, sondern eher auf Qualität achten. Ja, ich glaube, das war genau das richtige Schlusswort für heute, Till. Vielen Dank für deine Ausführungen. Wieder sehr interessant. Also es kommt auf die strategische Sicht an, global allokieren. Erfahrung tut gut in dem Job und die Kunden schätzen natürlich jetzt die intensiven Gespräche und dass man als Privatbank dann natürlich auch die Beratung übernimmt. Vielen Dank, Till. Wir sprechen beim nächsten Mal. Schauen, was sich tut bis dahin. Es bleibt weiter spannend. Ich danke dir. Bis zum nächsten Mal.